Wie konnte der Basilisk von Salazar Slytherin über 1000 Jahre in der Kammer des Schreckens überleben? Das und mehr jetzt in diesem Video. In der magischen Welt von Harry Potter gibt es viele faszinierende und mysteriöse Kreaturen. Eine dieser Kreaturen ist der Basilisk, eine gigantische, gefährliche Schlange. Doch was einen besonders verwundert, ist die Tatsache, dass der Basilisk über Jahrhunderte in der Kammer des Schreckens überleben konnte. Wie war das möglich? In diesem Video werden wir uns das Geheimnis angucken und es entschlüsseln und einen Blick auf die verschiedenen Faktoren werfen, die zu seiner außergewöhnlichen Langlebigkeit beigetragen haben. Bevor wir uns aber dem Basilisken widmen, werfen wir zunächst einen Blick in die Kammer des Schreckens. Die Kammer des Schreckens ist eine faszinierende, geheime, unterirdische Kammer in Hogwarts, die von Salazar Slytherin, einem der vier Gründer der Schule, erbaut wurde. Die Kammer galt als Symbol für Slytherins reinblütige Überzeugungen und beherbergte den legendären Basilisken, eine der gefährlichsten Kreaturen der Zaubererwelt. Nachdem der Hogwarts-Gründer die Schule verließ, ließ er den Basilisken in der Kammer zurück und keiner wusste, wo sich die Kammer befand. Kommen wir nun zu den einzigartigen Fähigkeiten des Basilisken. Der Basilisk ist eine geheimnisvolle Kreatur mit einzigartigen Fähigkeiten, die ihm halfen, in der Kammer des Schreckens zu überleben. Seine tödlichste Waffe ist sein Blick, der jeden, der ihm in die Augen schaut, in Stein verwandeln kann. Seine Schuppen sind nahezu undurchdringlich und sein Körper ist unglaublich stark. Doch was ihn wirklich außergewöhnlich macht, ist seine erstaunlich lange Lebensdauer. Ein Basilisk kann über mehrere Jahrhunderte hinweg überleben. Kommen wir nun zur natürlichen Anpassung des Basilisken. Um zu verstehen, wie der Basilisk so lange in der Kammer des Schreckens überleben konnte, müssen wir uns seine natürliche Anpassung genauer anschauen. Erstens besitzt der Basilisk eine außergewöhnliche Fähigkeit zur Tarnung. Er kann sich nahezu unsichtbar machen und so den Menschen und anderen Kreaturen entkommen. Diese Tarnung ermöglicht es ihm, unentdeckt zu bleiben und seine Beute effektiv zu jagen. Zweitens ernährt sich der Basilisk von kleinen Säugetieren und Vögeln, die er in der Kammer finden konnte. Dadurch konnte er seinen Energiebedarf decken und sein Überleben sichern. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Einfluss von dunkler Magie und Slytherins Blutlinie. Es wird vermutet, dass der Basilisk durch die dunkle Magie, die in der Kammer des Schreckens präsent ist, gestärkt wurde. Salazar Slytherin, der Erbauer der Kammer, war bekannt für seine Meisterschaft in den dunklen Künsten. Seine Blutlinie hatte eine starke Verbindung zum Basilisken. Diese Verbindung könnte dem Basilisken geholfen haben, seine Lebensenergie aufrechtzuerhalten und den Auswirkungen der Zeit zu widerstehen. Es wird angenommen, dass Slytherin dem Basilisken mit Hilfe dunkler magischer Rituale zusätzliche Kräfte verliehen hat und zusätzliche Lebenskraft. Kommen wir zum nächsten Punkt und der Wirkung des Horcruxes. Eine weitere Theorie besagt, dass der Basilisk durch die Anwendung eines Horcruxes in der Kammer des Schreckens weiter gestärkt wurde. Ein Horcrux ist ein Gegenstand, in dem ein dunkler Zauberer einen Teil seiner Seele versteckt, um unsterblich zu werden. Im zweiten Buch der Harry Potter-Reihe hatte Tom Riddle, später bekannt als Lord Voldemort, ein Tagebuch als Horcrux genutzt. Dieses Tagebuch war in der Kammer des Schreckens versteckt und enthielt ein Fragment von Voldemorts Seele. Es wird vermutet, dass die dunkle Magie des Horcruxes den Basilisk mit zusätzlicher Lebensenergie versorgte und ihm half, über die Jahrhunderte hinweg zu überleben. Als nächsten Punkt haben wir die Unterstützung von anderen magischen Kreaturen. Es ist durchaus denkbar, dass der Basilisk in der Kammer des Schreckens nicht alleine war und von anderen magischen Kreaturen unterstützt wurde. In der magischen Welt gibt es eine Vielzahl von Wesen, die in der Lage sind, eine symbiotische Beziehung einzugehen. Diese Kreaturen könnten dem Basilisken geholfen haben, indem sie ihm Nahrung beschafften oder die Kammer vor Eindringlingen schützten. Der nächste Punkt ist der Einfluss des Zeitgeistes und der Magie von Hogwarts. Die Kammer des Schreckens ist ein Ort von großer historischer Bedeutung und magischer Energie. Die jahrhundertelange Anwesenheit des Basilisken in dieser Umgebung könnte seine Lebensdauer weit beeinflusst haben. Es wird vermutet, dass die Magie von Hogwarts und der Geist der Schule selbst dem Basilisken eine gewisse Stabilität und Langlebigkeit verliehen haben könnten. Als nächsten Punkt haben wir das Bewusstsein des Basilisken. Eine interessante Theorie besagt, dass der Basilisk über eine Form von Bewusstsein oder Intelligenz verfügt,
die es ihm ermöglichte, seine Überlebensstrategien anzupassen und sich effektiv in der Kammer des Schreckens zu verbergen. Diese Bewusstseinsebene könnte dem Basilisken geholfen haben, potenzielle Bedrohungen zu erkennen und zu vermeiden. Es ist wichtig anzumerken, dass diese zusätzlichen Gründe auf Spekulationen und Theorien basieren. Die genaue Natur und Ursachen für das Überleben des Basilisken in der Kammer des Schreckens bleiben letztendlich ein Mysterium. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Basilisk in der Kammer des Schreckens dank seiner natürlichen Anpassung, der präsenten dunklen Magie, möglicherweise verstärkt durch Slytherins Blutlinie und dem Einfluss des Horcruxes überleben konnte. Außerdem gibt es einige andere mögliche Gründe, die ich genannt habe, aber diese sind eher unwahrscheinlich. Und das waren einige weitere mögliche Gründe, warum der Basilisk so lange in der Kammer des Schreckens überleben konnte. Es bleibt jedoch weiterhin ein faszinierendes Rätsel, das die Fantasie der Menschen reizt. Und das war's für heute. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, das Geheimnis des Basilisken in der Kammer des Schreckens ein Stück weit zu lüften. Was denkst du, was der Grund für sein Überleben war? Schreib es gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.